Hallo. In diesem Video geht es um die elektrische Stromstärke als physikalische Größe. Vielleicht noch mal kurz zur Begriffserklärung. Strom, das sind ja die Ladungen, also meist Elektronen, die in einem Leiter, zum Beispiel einem Metall, gerichtet fließen. Das heißt, nur in eine Richtung. Naja, und je mehr Ladungen fließen, desto größer ist dann auch die Stromstärke. Wenn wir uns hier dann einen Abschnitt herausnehmen, so wäre dann die Stromstärke gleich der Zahl der geflossenen Ladungen pro Zeit. Gut, aber so reicht uns das noch nicht. Wir wollen die Stromstärke richtig messen und Werte für sie bestimmen. Gut, dafür fangen wir von ganz vorne an. Die Stromstärke hat man als eine Basisgröße festgelegt. Das bedeutet, dass die Stromstärke nicht aus anderen Größen abgeleitet wird, um ihren Wert zu bestimmen, sondern umgekehrt. Andere Größen, wie zum Beispiel die Ladung Q, wird aus der Größe der Stromstärke abgeleitet. Eine Basisgröße bedeutet dann auch, dass alles. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.